Jo, schönen guten Tag oder besser guten Morgen, der R ist wieder da. Wir sind gerade in der Mühle von Rattay. Ich habe gedacht, das kürze ich mal ab, das muss ich euch jetzt nicht aufhängen. Wir haben hier geschlafen und jetzt müssen wir zurück nach Ledetschko, denn wir haben ja das letzte Mal den Kumanen abgegeben. Der Kumane. So, das werden wir jetzt tun. Wir werden uns jetzt hier auf den Gaul schwingen. Und dann geht es zurück nach Ledetschko. Und dann schauen wir mal, ob unsere Austreibung funktioniert hat. Mal gucken. Guten Morgen. Der Exorzist ist wieder da. Ich habe übrigens gerade mal ausprobiert. Also ich habe die Truhe, die beim Müller steht, da ist alles drin, was wir hier in der Wirtsstube reingeschmissen haben. Also insofern scheint es wirklich zu sein, da wo wir ein Bett haben, können wir auf die Truhe zugreifen. Das ist natürlich dementsprechend ein ziemlich, ziemlich cooles Ding. Weil dann können wir hier echt so ein bisschen den ganzen Krempel einfach wegtun. Das finde ich sehr angenehm. Gefällt mir richtig gut. So, warum habe ich jetzt eigentlich 10 Mohnblumen in meinem Inventar, wenn ich die nicht verbrennen musste? Das verstehe ich gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. So. Ey, Trulla. Die schläft auf jeden Fall. Na gut. Die hat eine Ruhe. Die hat die Ruhe weg. Das geht so nicht. Na gut, dann müssen wir hier tatsächlich noch eine Runde warten. Ja, wir warten noch ein Stündchen, können wir jetzt schnell warten und dann gucken wir mal, ob das hier funktioniert. Ich habe immer noch Hunger, sag mal. Mann. Naja, ich werde schon mal wieder einen Topf treffen. Oh, und es regnet. Ja. Wie ich schon sagte, das ist immer ein bisschen... Hallo! Quatsch mich nicht dumm voll. Nun, hat es geklappt? Ist der Geist fort? Aha, da bist du ja. Ein Glück, dass du von allein gekommen bist. Nein, nichts hat geklappt. Der Geist war da, wie immer. Und ich habe kein Auge zugetan. Ach, weißt du, ich bekomme keine Belohnung? Ich bezahle dich für Ergebnisse, Junge, und bisher gibt es keine. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass die Altweibergeschichten Unsinn sind. Geh zum Apotheker Konjasch in Rattay. Er kennt sich mit Magie aus. Hast du es mit Mohnsud versucht? Ich kann dir welchen brauen. Glaubst du wirklich, das habe ich nicht ausprobiert? Es hat nichts gebracht. Okay. Also gut, ich gehe zum Apotheker. Hoffentlich weiß er etwas, das gelingt. Bro. Ja, das ist ja bescheuert. Die sieht Geister. Die sollte vielleicht mal zum Nervenarzt gehen. Aber, ja, wer bin ich? Stattliche alte Fleischhausdamen zu belehren oder zu bevormunden. Das steht mir nicht an. So, dann müssen wir mal zum Apotheker. Aber hier am Eingang stand ja auch ein Kessel, da können wir leider mal was futtern, das ist auch gut. So, guck mal da. Siehst du? Das ist das Schlimme. Ich kenne schon meine ganzen Kessel auswendig, dass ich ja nichts zu essen kaufen muss. So, siehst du mal? Pebbles, wir gehen zum Apotheker. Ja. Bam, bam, bam. Weißt du etwas darüber, wie man rastlose Seelen los wird? Ja. Du meinst von Toten? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wer fragt. Ich möchte nicht der Ketzerei bezichtigt werden. Oh je. Ach komm schon, Konjasch. Du hast mir schon einmal geholfen, deshalb bitte ich dich abermals um einen Gefallen. Gut. Du hast recht, Heinrich. Ich werde ehrlich sein. Ich interessiere mich für das Okkulte und die Alchemie. Das sind mehr als nur Altweibergeschichten.
Ich halte es für Wissenschaft. Schwierig. Was brauchst du denn? Ich will einer Frau aus Ledetschko helfen. Der Geist ihres Nachbarn sucht sie nachts heim. Er sucht sie Nacht für Nacht heim. Was du nicht sagst. Wie interessant. Wiedergänger, Geisterwesen, verfluchte Seelen aus dem Totenreich? So ist es. In ihrem Haus spukt es. Oh ja, so würde es wohl ein Laie ausdrücken. Aber es gibt Zauber, mit denen man rastlose Seelen ins Reich der Toten zurückschicken kann. Ach du Genau Schande. Das wollte ich hören. Kennst du diese Zauber? Nun, ich würde gern wenigstens einen davon kennen. Aber das einzige Buch, das sie lehrt, gehört leider zu den Libri Prohibiti. Keine Ahnung, was das bedeutet. Die Zauber stehen in einem verbotenen Buch. Es ist auf Latein verfasst und wird im Kloster unter Verschluss gehalten. Es heißt Liber de Mortuis Necronomicon. Musst du noch mehr wissen? Willst du, dass ich das Buch stehle? Wenn du den Geist loswerden willst, hast du keine Wahl. Wenn du mir das Buch bringst, können wir den Zauber gemeinsam wirken, wo du doch kein Latein kannst. Gut, ich beschaffe das Buch. Oh mein. Du findest es in der Klosterbibliothek. Aber der Weg hinein ist nicht leicht. Tatsächlich kenne ich niemanden, der bisher ohne weiteres eingebrochen und dann entkommen ist. Ich versuch's. Ach Gott. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ja, der hat nur Rezepte, ne? Ja. Der hat nur Rezepte. Rettungs... Hat er... Moment, Tollkirsche? Hat er 5 Stück. Na, hat noch Rettungsschnaps. Nehmen wir nur wieder. Versprechen nun. So, machen wir das. Pass mal auf. Zufrieden? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Endlich ein. So, dann packen wir das erstmal wieder auf den Gaul. So, Sasau ins Kloster, ehrlich jetzt? Deswegen habe ich nämlich den Rettungsschnaps hauptsächlich gekauft, weil ich bin mir sicher, dass das... Also die Quest hier zieht tatsächlich gerade elendige Kreise, wenn man ehrlich ist. Hä? Warte mal, habe ich die gar nicht notiert? Doch. Beschaffe den Titel Necronomicon. Hä? Das ist doch bekloppt. Warum zeigt er mir den jetzt noch an? Heinrich. Alles Gute. Das ist natürlich jetzt doof. Ich probiere es jetzt mal. Probieren wir es mal dahin zu kommen. Eieieiei. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Jetzt klaue ich hier okkulte Bücher. Na, guck mal, schau. Und es regnet. Böhmen müsste schon lange abgesoffen sein, so oft wie das hier regnet. Naja, gut. Wie komme ich in das Kloster? Sprich. Das könnte jetzt unter Umständen schwierig werden. Okay, Satz ist okay, Energie habe ich auch noch. So, jetzt gucken wir mal nach, was ist denn das hier? Sehr schwer. Na super, wenn das alles sehr schwere Schlösser sind, dann habe ich eh verkackt, dann komme ich hier nicht rein.
Das dachte ich mir. Alles sehr schwer. Na klar, na klar, na klar. Okay. Kann ich einen Blick ins Klo? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände inner. Gott behüte dich. Das, was er Smil angetan hat, der wird ihm in Vorgeschmack. Was mache ich jetzt? Wie sieht's denn aus? Mein Schlosserknacken ist ja tatsächlich noch nicht so richtig gut. Eine 6, ja. Eine 6. Eine 6 ist gar nichts. Eine 6. Tja, dann würde ich spontan behaupten. Zu kompliziert, ja. Dann behaupte ich, das war's soweit. Augenblick. Jetzt habe ich eine ganz dumme Idee. Das ist der Moment, in dem ich definitiv mir mal so einen Rettungsschnaps einfeuere. Weil ich nicht weiß, ob das jetzt funktioniert. So. Gucken wir mal, ob uns der Pförtner rein ist, wenn wir so aussehen. Ah, also die erkennen mich schon als Mönch. Okay, das ist witzig. Das scheint tatsächlich irgendwie zu funktionieren. Moment. Jetzt muss ich den Pförtner finden. Lass mich rein. Wo ist denn der Pförtner? Sitzt bestimmt. Ah, hier ist er. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Hallo? Sonst darf hinein. Ach, Mist. Alles Gute. Versuche ich ihm mal den Schlüssel zu klauen. Also mich als Pförtner zu, als Mönch zu verkleiden, funktioniert zwar bei den Bauarbeitern. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? Ja, du lässt mich ja nicht rein. Okay, dann habe ich jetzt erstmal einen Schlüssel. Jetzt gucke ich mal, wo der passt. Nee, hier ist er schon mal nicht. Halt die Frage, was ich jetzt gerade für einen Schlüssel geklaut habe.
solltest du nicht. Auf! Hey! Scheiße! Ein Dieb! Okay, Moment. Moment. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Also müssen wir mal gucken. 5 Sekunden habe ich. 5 Sekunden und dann kann ich nur hoffen. Ja, ich sehe jetzt erstmal aus wie so ein Bruder. Kann ich einen Blick in. Was ist in dich gefallen? Ich bin doch aber. Mist, das war jetzt ein bisschen blöd das zweite Mal. Scheiße, das geht auf meine Kappe, Leute. Tut mir leid. Ja, das ist jetzt der Moment, wo es schon störend ist, dass man nicht so viel speichern kann. Weil jetzt würde ich jetzt einfach in Schlüssel rausholen. Was dann tust du hier? Sind sie die Klostermauern von Inselland? Na, Bruder Fürtner, du willst doch bestimmt irgendwann mal stehen bleiben. Komm, bleib stehen. Wo willst du denn hin? So, jetzt ist die Frage, was habe ich jetzt gerade? Ausrüstungstruhenschlüssel. Nee. Dietrich, Truhenschlüssel. Ach so. Rüstkammer von Pirkstein. Hä? Ah. Einmal probiere ich es noch. Nein! Habe ich diesen Ausrüstungstruhenschlüssel schon eher? Das muss ich vorher nachgucken. Boah, Leute, das ist. So, also habe ich jetzt. Den habe ich schon vorher. Also ich hätte wahrscheinlich. Ja, war wahrscheinlich schon der richtige Schlüssel. Ja, und für eine Karotte ist es tatsächlich einfach nicht wert. Ja, Junge, du lässt mich ja nicht rein. Wir probieren es nochmal. Wir werden jetzt schon irgendwie rankommen. So, das ist schon ganz geil mit der Kutte hier. Ein Mönch hat hier nichts zu suchen. Ja gut, wir probieren es nochmal. Einmal probiere ich es noch, zumindest den Schlüssel zu kriegen. Für die Möhre lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Ja, halt die Frage, ob man... Ja, mal gucken. Komm, Junge, gib mir Zeit. Okay, nehme ich erstmal so. Jetzt. Ihr seht schon, so einen Schlüssel kriege ich geklaut. Jetzt gucken wir erstmal, wo der passt. Vielleicht ist es auch der Kirchenschlüssel. Mal schauen. Ansonsten müssen wir dann natürlich nochmal ran. Beim Bruder Fürtner. Hallo? Nee. Okay, für was ist dieser Schlüssel? Der passt hier nirgends. Och, Leute. Mumumu, Lavashkiri. Ich dachte, ich habe eine coole Idee, wie ich hier reinkomme. Solltest du nicht im Kloster sein, Junge? So, schauen wir mal. Mönch hätte nichts zu suchen. Okay, was habe ich denn dem mit abgenommen? Ich habe den einen schweren Schild gemopst. Okay.
Und was war das für ein Buch? Die Legende der heiligen Dorothea. Na gut. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Was tust du? Nee, das hat hier nichts zu suchen. Moment. Ja, ich bin jetzt doof. Dann verfahre ich jetzt hier die ganzen Schnäpse, aber das ist es mir jetzt tatsächlich wert. So, Moment. Das kann doch nicht sein. So, das können wir direkt überschreiben. Okay. Nee. Siehst du? Der hat noch einen anderen Schlüssel, würde ich denken. Weil was ist denn das jetzt hier für ein Truhenschlüssel? Beziehungsweise überhaupt für ein Schlüssel? Die öffnet keine dieser Türen hier. Das ist nicht schön. Das ist nicht sehr schön. Schwere Schlösser kann ich übrigens schon. Sprach's und versemmelte es. Moment, ich habe ja noch ein paar Dietriche. Hoffe ich? Jawohl, habe ich. 6 reichen. Nee, 5. Lass mal gucken, dass mich genau erwischt. So, hier irgendwo. So, wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay. Nur Sauferei. So. Bin ich jetzt im Kloster, sag mal? Sehr schwer schaffe ich nicht. Guck mal, ich habe hier einen Balkon. Ich bin jetzt über dem Tor. Wenn ich jetzt hier draußen lang gehe. Ah, ich bin im Kloster. Na. Nee, wo? Hier. Eine leere Kiste. Aber, ja, wir steigen so langsam auf im Schlosserknacken. Ich habe einen Taschendiebstahl, habe ich einen Perk bekommen. Flinke Finger, was ist flinke Finger? Der Zeiger bewegt sich im Inventar doppelt so schnell. Das möchte ich. So, ich gehe jetzt hier eigentlich als Bruder durch. Normalerweise müsste ich doch hier durchkommen. Ohne dass mir jemand irgendwie... Ich kann hier kacken, okay. Schlossknacken schwer. Schatzkarte. Ohne Schatzkarte nehme ich natürlich mit. Sehr gut. Und dann ist ja nichts drin. Edle braune Beinlinge. Charisma 12. Relativ teuer. Augenblick. Was können denn die Preise sind 12 und was können die hier?
17. Na gut. Da könnte man tatsächlich die roten Beindinge, die sind ja nicht so spannend, die könnte man wegtun. Aber jetzt rede ich schon wieder über Ausrüstungsfragen, wie ich am schönsten aussehe. Warum ist hier eigentlich niemand? Sind die gerade alle in der Kirche oder was? Ich will doch bloß in die Klosterbibliothek. Ja. Den Goldpokal hätte ich schon mitgenommen. Was kann ich denn hier stehlen? Oh, hier. Das finde ich gut. Moment. Dann, das ist ja einfach nur so ein bisschen... Einfach nur ein bisschen Geld. Okay. Schloss knacken. Ja, ich will die Schlösser alle knacken. Einfach wegen der Skill-Erfahrung. Schwere Schlösser. Hier habe ich gerade so ein bisschen meine Ruhe. Jawohl. Guck mal, und ich krieg das langsam, aber sicher. Ah, der Bücherschrankschlüssel. Der war wichtig. Der war sehr wichtig. Ja, ihr seht schon, ich überziehe gerade. Ich trinke unrechtmäßig ein, ich weiß schon. Hier gibt es noch eine Mönchskutte. Na, die brauche ich nicht. Hab schon eine. Sehr schwer. Hier ist Schluss. Oder habe ich hierfür irgendeinen Schlüssel? Nee, habe ich nicht. Scheiße. Nein, ich... Jetzt bin ich schon so weit gekommen hier. Bin ich echt schon so weit? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. So weit gekommen, nur um jetzt hier abgefangen zu werden, das sehe ich jetzt nicht ein. Das ist zu kompliziert. Na, wo ist die richtige Stelle? Nee. Damit komme ich einfach nicht klar mit diesen riesen Dingern. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann wäre das jetzt der Moment für mich zu sagen, ich weiß nicht weiter so richtig. Gut, ich sage erstmal, machen wir es so. Ich sage erstmal vielen Dank. Ich hoffe, es gefällt dem einen oder anderen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Ein Mensch hat hier nichts zu suchen. Was ist mit deinen Gelübden?